is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Versiegelungszeit ist bald vorbei. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Die Zeit der Versiegelung ist sehr kurz und wird bald vorüber sein. Jetzt, während die vier Engel die vier Winde noch halten, ist es an der Zeit, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Ich wurde auf die Zeit hingewiesen, in der die Botschaft des dritten Engels zu Ende ging. Die Kraft Gottes hatte auf seinem Volk geruht. Sie hatten ihre Aufgabe erfüllt und waren nun auf die bevorstehende Stunde der Versuchung vorbereitet. Sie haben den Spätregen, die Erquickung vom Angesicht des Herrn empfangen. Und das lebendige Zeugnis war wieder erneuert worden. Der letzte große Warnruf war überall zu hören gewesen. Er hatte die Erdenbürger, die diese Botschaft nicht annehmen wollten, aufgewühlt und in Wut versetzt. Ich sah Engel im Himmel hin und her hasten. Ein Engel mit einem Tintenfass an der Seite kam von der Erde zurück und berichtete Jesus, dass er seine Aufgabe erfüllt habe. Alle Heiligen seien gezählt und versiegelt. Dann sah ich, wie Jesus das Räucherfass herunterwarf. Er hob die Hände und sagte mit lauter Stimme: Es ist geschehen. Ich sah auch, dass viele sich nicht bewusst machen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne Hohepriester im Heiligtum vor den Augen des Herrn leben zu können. Die Menschen, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Prüfzeit geschützt werden, müssen das Bild Jesus völlig widerstrahlen. Ich sah, dass viele, die so dringend nötige Vorbereitung vernachlässigten und auf die Zeit der Erquickung warteten, auf den Spätregen, der sie tauglich machen sollte, am Tag des Herrn zu bestehen und unter seinen Augen zu leben. Aber wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal ohne Zufluchtsort. Wenn Jesus das Heiligtum verlässt, dann werden alle, die heilig und gerecht sind, weiterhin heilig und gerecht sein. Denn dann werden all ihre Sünden ausgetilgt sein. Und sie werden in dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt sein. Die Ungerechten und Unrein werden künftig auch ungerecht und unrein sein. Denn dann wird es im Heiligtum kein Priester mehr geben, der ihre Opfer, ihre Sündenbekenntnisse und Gebete vor den Thron des Vaters bringen könnte. Das, was getan werden muss, um Seelen vor dem kommenden Thronensturm zu retten, muss deshalb getan werden, bevor Jesus das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums verlassen hat. The Lord is coming. Are you ready?